Hallo Leute, das ist jetzt der Update von unserer Woche 8 mit dem Unimog. Ja, es fehlt die Woche 7, aber leider ist da nicht viel passiert. Könnt ihr auf meinem Blog brun-natur ja einmal nachlesen, warum. Kommen wir nun zu unserem Fahrerhaus erstmal. Da hat sich doch so einiges getan. Wir noch könnt ihr nichts wirklich erkennen, aber wartet mal, ich krabbel mal rein. Diese Punkte, wo kommen die bloß her? Hier könnt ihr sehen, dass ich diese Fußleiste abgemacht habe, genauso wie die Nieten schon rausgebohrt habe. Ebenfalls hat Bjarne mal versucht, hier den Rost zu entfernen und wie ihr seht, er hat das gar nicht so schlecht hinbekommen. Noch ist da ein bisschen, da müssen wir noch ein bisschen nachpolieren. Aber auf dieser Seite hier, oh oh oh. Könnt ihr das erkennen? Da? Ich gehe mal näher ran. Es ist durch. Wir wissen nicht genau, ob der Rost von außen oder von innen sich durchgefressen hat. Auf jeden Fall, Bjarne hat den Rost versucht wegzumachen und siehe da, Loch. Hier sieht das Gott sei Dank einigermaßen noch gut aus. Das war's im Fahrerhaus. Wollen wir uns jetzt mal den Koffer anschauen, was sich da jetzt endlich mal getan hat. Okay, zurzeit sieht das so aus, als hätten wir da noch nichts geschafft. Immer noch die Klebereste vom Teppich sind noch drauf. Aber wie ihr hier links sehen könnt, haben wir da schon doch was abbekommen. Und siehe da, da ist die erste Ecke. Und daneben die zweite. Wir haben das mit verschiedenen Sachen gemacht. Die rechte Ecke haben wir mit einer Flex versucht. Hat einigermaßen gut funktioniert. Auf jeden Fall ist der Kleber ab, wie ihr sehen könnt. Und auch ein bisschen mehr. Danach haben wir es nochmal mit Multitool versucht, mit einem Spachtelaufsatz. Das seht ihr hier links. Und wir finden, das sieht gar nicht so schlecht aus. So kann man gut damit arbeiten. Und damit man heute mal was Besonderes sehen kann, zeige ich euch mal, wie ich das gemacht habe. Da bin ich. Kopfhörer, check. Handschuh, check. Knieschoner, check. Okay, die Brille. Aber das ist nicht ganz so schlimm, es fliegen ja keine kleinen Teile rum. Wie ihr seht, arbeite ich mit dem Multitool, mit dem Spachtelaufsatz, immer Stück für Stück. Und ich muss zugeben, das hat echt viel Spaß gebracht. Ich werde das wahrscheinlich die Tage mal wieder weitermachen. Mal schauen, wie lange wir dafür dann denn noch brauchen. Für ein Like oder ein Abonnement wäre ich sehr glücklich. Ebenfalls könnt ihr uns natürlich Kommentare geben, ob euch irgendwas einfällt, wie wir schneller arbeiten könnten. Oder falls euch auffällt, dass wir irgendwas nicht richtig gemacht haben. Ansonsten hören wir und sehen wir uns nächste Woche, nächsten Freitag. Bis dann. Ciao.